Komm mit, Ison. Dominik, ich kann es kaum erwarten. Ich muss nur was klären. Dass du jetzt mal bekannt gibst, offiziell, dass ich kein Fake bin. Dass ich wirklich deine Mutter bin. Ja, wie soll ich es denn erklären? Also, wie soll ja, ich das denn? Kannst du ja mal in die Welt rausschreiben. Also ich finde, man sieht es ja auch schon. Wo sieht man das? Ja, man sieht ja, dass wir die gleiche Nase haben. Ach, wo Kennen haben Sie wir mal die, hier die gleiche Nase? Guck mal, die Nase. Hier die Nase. Das ja. ist die echte Deauville Madeische Nase. Ja, wir sehen Und hier uns sehr Inge. Ist okay, ist genau. okay. Also die Sendung fandest du gut? Die Sendung war sehr, sehr spannend. Ja. Und du warst ja ein bisschen enttäuscht, dass der Zucki-Hund nicht wirklich ein Hund ist. Ich war enttäuscht, weil der Zucki-Hund kein Hund ist. Und ich war enttäuscht, dass mal wieder keine richtige Musik war. Diese Geschichte, da diese Tagesschau, die hat mir sehr aus der Seele gesprochen. Ah, die Newslist? Ja, ganz super. Also ich meine, das wird ja passieren, dass die Deutschen wahrscheinlich sich da hier die Schweiz schnappen und sich da News machen, oder? Rein von der Sprache her ist es natürlich netter, dazu zu hören als Schweizer Nachricht. Oder? Finde ich doch auch. Du, und dann wollte ich immer schon sagen, schon die letzten Sendung, das weiß gar keiner, ich bin ja so Fan von dem Hürzeler. Ah! Und den Hürzeler missbraucht ihr ja auch als Kameramann, oder nicht? Richtig, der ja. Herr der Hürzeler ist eigentlich in seinem wirklichen Leben ja Kameramann bei aber uns. Aber aus Kostengründen oder was muss er jetzt beides machen? Ja, nee, aber für irgendwas muss er ja gut sein, weil mit den Herr Hürzeler-Produkten klappt es noch nicht so wahnsinnig Wieso? Gut, aber wir sind dran. Verkauft er schlecht, oder nicht? Ja, also ich weiß nicht, die haben sich halt noch nicht so also wahnsinnig Also der Herr Hürzeler ist sensationell und dieser Pfarrer, wie heißt denn der rothaarige? Der Dominik. Dominik, das kannst du dir merken. Der Herr Hürzeler ist ja Schwede. Ich habe ja gedacht, sei Finne, weißt du. Oder Norweger. Aber so genau nehmen es wir Deutschen ja nicht. Ja, nee, das sind alles, was sind das alles, Serben da oben. Du wohnst ja mit Papi in Luzern. Ja. Hast du irgendwas gemerkt von den ICF-Kirchen? Nee, es war ja bei uns eher die Mall letzte Woche. Richtig. Also von den Kirchen habe ich nicht so viel gemerkt. Aber von der Mall. Aber von der Mall. Na, vor allem warst du selber? Nee. Dominik, bitte. Was natürlich ganz toll ist, auch sind deine Statistiken immer, wie du das immer hinkriegst. Wie ich mir das alles ausdenke. Wie du das so dir ausdenkst. Endlich sagt es mal jemand. Du warst ja nie gut in sowas. Nein. Aber wie ich das auch gebracht habe, oder? So locker ja, luftig. Ja, bringen tust du es. Also da hören wir jetzt auf, denke ich. Also, nee, jetzt lass mich nicht so im Regen stehen wieder. Dominik, bitte.